Hallo ihr Lieben, willkommen im Euro Truck Simulator 2 einmal wieder. Wir sitzen hier gerade mitten auf einem Betriebsgelände auf der Map Grand Utopia mal wieder, aber darum soll es heute nicht gehen. Weder um die Map noch um das Fahrzeug, zumindest jetzt nicht im Einzelnen um das Fahrzeug. Das ist wie gesagt der Euro 6 von Mazda, den habe ich ja im letzten Livestream benutzt, als wir ein wenig durch Grand Utopia gefahren sind. Eine sehr schöne Map. Warum sich da die ganze Zeit die Würfel hier bewegen, fragt mich nicht. Ich stehe hier, ich habe mich hier im Stehen eingeloggt und ich habe das Fahrzeug seitdem keinen Millimeter bewegt, habe auch keinen Millimeter am Lenkrad irgendwie gezuppelt und die Dinger drehen sich da endlos herum. Ja, keinen Dunst, warum die das tun. Eigentlich müssten die sich ja gar nicht bewegen, ne? Weil wenn ich nichts mache, brauchen die sich nicht bewegen. Zuallererst einmal möchte ich euch etwas anderes vorstellen. Und dazu wechseln wir mal kurz in den Browser. Zuallererst einmal mag ich euch einen sehr interessanten Blog vorstellen, der von der lieben Angel Winking betrieben wird. Ihr seht es, deutschsprachige Übersetzungen aus blog.scsoft.com. Sprich also deutschsprachige Übersetzungen aus dem englischen Blog, vom offiziellen englischen Blog von SCS Software, dem Entwickler von Euro Truck Simulator und American Truck Simulator. Ja, wie ihr seht, der letzte Blog-Eintrag ist Road to the Black Sea, türkische Städte. Das ist das neueste Add-on, an dem SCS-Software gegenwärtig noch arbeitet. Wenn wir mal kurz hier rüber gehen und wir gehen mal kurz auf die Startseite des Blogs, sehen wir, dass das auch tatsächlich der letzte Eintrag war. Road to the Black Sea, türkische Cities. Road to the Black Sea, türkische Städte, ist also namentlich übersetzt, bis auf Road to the Black Sea. So heißt das Add-on, dass man einen Namen an sich nicht übersetzt, sollte ja jedem klar sein. Also macht man ja im Grunde nicht. Eigennamen übersetzt man nicht. Es sieht zwar hier etwas weniger vom Text aus, liegt aber daran, weil SCS Software hat den Block ja hier so super schmal. Also ihr seht wirklich, wie viel Platz hier auf meinem Bildschirm ist, ne? Ich habe unendlich viel Raum links und rechts. Also wenn ich den Raum links und rechts ja noch mit dabei hätte, wäre der Block um einiges kürzer. Weiß nicht, so sieht es nach mehr Masse aus. Einerseits im deutschen Block, das Ganze ist größer dargestellt, ist natürlich angenehmer zu lesen als dieser winzige Kram von SCS Software, und der Hintergrund ist deutlich angenehmer. Wenn wir den von SCS Software nehmen, hier diese komischen Streifen und alles, und immer wenn man scrollt, ja, dann wirkt es so, wie als wenn da so ein wenig Strahleffekt einem entgegenkommt. Es mag vielleicht toll wirken, ja, aber es ist irgendwie doch ein bisschen störend beim Lesen, wenn da jedes Mal der Hintergrund flackert. Weiß ich nicht, also ich finde den deutschen Blog doch ein wenig angenehmer, auch wenn er nur von deutschen Fans betrieben wird. Insbesondere diejenigen, die nicht der englischen Sprache ja wirklich gut mächtig sind, können dann hier auf germanscsfans.blogspot.com dort die ganzen Blog-Einträge von SCS Software auf Deutsch nachlesen. So versteht man alles wesentlich besser. Ich meine, man kann noch so gut Englisch können, aber irgendwas ist immer mit dabei, was einem jetzt gerade so ein bisschen fragwürdig ist, wo man denkt, was wollen die von mir? Jetzt muss ich mal kurz Google anschmeißen, einen Übersetzer oder irgendwas, und mir das mal kurz übersetzen, weil ich nicht verstehe, was die gerade von mir wollen, beziehungsweise was die aussagen wollen. Hier auch sehr interessant dieses Bild, ne? Sieht so ein bisschen aus wie SOS. Aber wirklich ein sehr schönes Bild hier mit Hochhäusern und da hinten, ja, weiß ich gerade gar nicht. Das Bild haben wir aber noch einmal in näherer Ausführung. Wir gucken mal ganz kurz rein, wo das Bild ist. Da steht Istanbul Mail oder Istanbul Mall. Jo, da ist gar nicht Mail, ist Mall. Aha. Und das Bild hatten wir ja hier noch einmal. Da ist nämlich nochmal Istanbul Mall und da auch nochmal Istanbul Mall. Das scheint wohl ein riesengroßes Einkaufszentrum oder was zu sein, was sich hier wirklich über zwei Gebäude erstreckt. Mall, Einkaufshaus, ne, sowas. Ein großes Einkaufszentrum jedenfalls. So scheint es mir. Ich meine, die Bilder könnt ihr euch alle selbst angucken und euch selbst ein Bild machen. Ich mag die jetzt nicht mit euch an dieser Stelle durchgehen.
Aber nicht nur ETS, sondern ATS genauso, ne? Also hier auch die ganzen Texte mit einer entsprechenden Übersetzung versehen. Ist natürlich richtig schön und sehr angenehm für uns. Falls ihr irgendwelche Rückfragen habt zu dem Blog oder was, stellt sie einfach unten in die Kommentare. Ich denke mal, dass die liebe Angel Winking dann mit Sicherheit dort dementsprechend dann reagieren bzw. antworten wird. Ansonsten, falls dem nicht so sein sollte, wieder erwarten, schicke ich es per Mail an sie weiter und ja, dann werden eure Fragen dementsprechend auch beantwortet. Wobei wir haben hier auch noch einen Rate- und Hilfe-Bereich, also es ist auch ein bisschen umfassender als alles andere. Wir haben hier World of Trucks, eine Beta installieren, Spiel-Updates, Spiel-DLCs, Umgang mit Mods, Multiplayer-Mod, ja, und auch die wichtige Info, Truckers MP gehört nicht zu SCS-Software, ist natürlich total richtig. Habe ich ja auch schon des öfteren Mal erwähnt, weil die Spieler das gerne durcheinander speisen, dass sie meinen, dass der Multiplayer von SCS-Software fälschlich betrieben würde, was nicht so ist. SCS-Software ist rein auf Singleplay ausgelegt und haben keinen Multiplayer. Gut, so viel dazu an dieser Stelle. Schaut euch den Blog an, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Spiel selbst. Willkommen zurück im LKW in Granutopia. Worum wir uns jetzt widmen, sind meine Spiegel. Meine Spiegel sind ja ein wenig anders gestrickt als die Standardspiegel. Dies ist aber kein Mod. Das ist eine Spieleinstellung, die aber ja ein bisschen versteckt ist in den Spieleinstellungen, ohne Einstellungsmöglichkeit in den Spieleinstellungen selbst. Ich habe die zufällig gefunden und habe gedacht, mach die mal an, und ich fand die eigentlich relativ schick. Kann man auch im Multiplayer verwenden, das am Rande. Ich habe die überall aktiviert, weil ich sag mir, ja, die ist schick, die ist gut, die nutze ich so. Ne, weil der Trailer, der steht ja jetzt gerade so noch so halb im Bild, aber soweit ich ein Stückchen weiter fahre, geht der Auflieger außerhalb des Bildes. Der ist da nicht mehr zu sehen. Ich fahre mal kurz ein Stück vor, mach mal kurz den Motor an, mach einen Gang rein und fahren mal noch ein bisschen hier um die Kurve. So, und jetzt glaube ich, ist der Punkt gekommen, an dem wir mit dem Auflieger schon fast kollidieren. Wir gucken mal, ne, wir wären noch ein Stückchen weitergegangen, aber wir sind wirklich sehr nah dran. Und ja, wenn ich so jetzt gerade nach hinten gucke, so ein wenig, würde ich sagen, wir können das SP vom CSP noch lesen und so gerade eben noch das Schwarz-Rot-Gold, die drei Striche. Wenn wir im Spiegel gucken, sehen wir, okay, wir sehen sogar nur SP. Also wir können sogar tatsächlich noch ein bisschen weniger sehen, als wir so sehen. Ist also definitiv mehr rangezoomt und der Weitwinkel, der zeigt uns wirklich nur bis zum, ja, bis zum SP und Schwarz-Rot-Gold. Also wirklich nur bis hierhin so in etwa. Genau das, was eigentlich so authentisch wäre, ne? Wenn wir weitersehen würden, würde es ja gar nicht wirklich authentisch mehr sein. Also das passt ziemlich gut, aber wenn wir wieder weiter vorwärts fahren würden, wird sich das natürlich wieder relativieren. Also wir können nach hinten gesehen doch relativ gut gucken. Ich meine, es ist so authentischer. Wir vergleichen es jetzt einmal kurz direkt live nebeneinander, also nicht live, sondern wir vergleichen das einmal kurz nebeneinander. Einmal in der Standardperspektive, wie es aussieht, wenn Fahrzeuge an mir vorbeifahren, während ich stehe. Und in derselben Position nochmal den Spielstand geladen mit dem anderen Kameramodus, um mal zu gucken, wie das aussieht. Um diese
physikalisch beeinflussten Spiegel, so nennen die sich, würde ich mal sagen, zu aktivieren, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das über die Profilkonfiguration. Wichtig ist die Profilkonfiguration, die Config-Datei im Profil, nicht die globale. Sehr wichtig. Die Alternative ist, wir machen es über die Konsole. Das ist der allereinfachste Weg. Die Konsole machen wir auf und ja, ihr seht, ich tippe einfach nur ein G-Bodenstrich-Füß für physikalisch, Bodenstrich-Mirrors, Spiegel und dann Leertaste 1. Ich habe jetzt in dem Fall das mit Anführungszeichen 1, weil ich mir das so aus der Config rauskopiert habe mit Copy und Paste. Das reicht aber auch, wenn ihr das ohne Anführungszeichen eingibt, weil ich weiß beim besten Willen nicht, wo auf der amerikanischen Tastatur die Anführungszeichen zu finden sind. Daher, falls ihr das hierüber nicht hinbekommen sollt, weil ihr die entsprechenden Tasten nicht findet, wie man zum Beispiel einen Bodenstrich macht oder was, könnt ihr es auch über die Profilkonfiguration machen. Dazu kommen wir dann gleich als nächstes. Dies ist allerdings der einfachste Schritt, es einfach über die Konsole zu machen. Wichtig ist, nachdem ihr es aktiviert habt oder deaktiviert habt, ich deaktiviere das jetzt einfach mal mit 0. Ich gehe aus dem Truck raus, gehe rein, ihr seht, es hat sich nichts geändert. Die Spiegel sind dieselben, auch wenn es gerade ein bisschen schlechter erkennbar ist aufgrund des Regens. Aber es ist halt nichts sichtbar. Tja, warum? Wir müssen das Spiel entweder einmal neu laden, also indem wir einfach einen älteren Spielstand laden, dann ist es deaktiviert dementsprechend, weil die Config wird dann erst neu geladen. Oder indem wir einfach das Profil in die Profilauswahl zurückkehren und dann den Spielstand neu laden oder Spiel beenden und neu starten. Kommt alles auf selbe hinaus. Wichtig ist nur einmal, dass der Spielstand neu geladen wird. Ich meine, klar können wir jetzt noch die Spiegel noch einstellen, das steht ja vollkommen außer Frage. Ich könnte es mir hier ändern, wie ich will, weiter oder näher. Also es beeinflusst wirklich nicht die Funktion, dass man sich das einstellen könnte. Und wie gesagt, im Multiplayer ist es problemlos nutzbar. Das kann jeder machen und es werden wirklich auch nur diese beiden Spiegel hier geändert, beziehungsweise auf der gegenüberliegenden Seite auch. Weder der seitliche noch der Frontspiegel werden geändert, also da ist mir zumindest keine Änderung aufgefallen. Das bleibt. Gehen wir also mal kurz in die Spieldateien und schauen uns da einmal kurz an, wie wir das dort machen müssen. Wenn ihr nun in eure eigene Dateien geht, Dokumente, Euro Truck Simulator 2, habt ihr hier den Ordner Profile. Und ja, ihr seht bei mir, ich habe ein paar mehr Profile. Es sind einige, ich habe mir hier so eine Textdatei jeweils drüber gemacht. Einmal mit der Zahl, wie der Ordner hier benannt ist und dahinter, wie der Name des Profils ist, wie ich ihn im Spiel eingegeben habe, sodass ich die gut zuordnen kann. Im Grunde könnt ihr euch hier an den Daten orientieren, ja. Also ihr geht einfach ins Spiel rein, startet mal kurz das Spiel, speichert es und geht dann wieder raus. Also ihr müsst wirklich das Profil aufrufen, das ihr bearbeiten möchtet, wo ihr das aktivieren möchtet. Weil dann habt ihr nämlich hier beim Änderungsdatum das letzte Datum drin, nämlich das, was ihr gerade aufgerufen habt. Dadurch, dass das Spiel einmal gespeichert hat, wurde das Datum ja, das Änderungsdatum auf den neuesten Stand gebracht. Und dadurch ist dieser Ordner vom Prinzip immer oben. Müsst ihr halt nur sortieren nach Änderungsdatum, dass das neueste oben ist, der neueste Ordner. So, dann wisst ihr nämlich genau, wo ihr rein müsst. Nachdem wir in den Ordner reingegangen sind, öffnen wir hier diese config.cfg. Die könnt ihr mit jedem beliebigen Texteditor aufmachen. Also unter anderem auch der Microsoft-Editor, der immer standardmäßig installiert ist. Das habe ich ja aber alles schon in einem Tutorial von mir gesagt. Also das solltet ihr eigentlich alles wissen, wenn ihr euch meine Tutorials schon angesehen habt. Insbesondere, wie man die Konsole aktiviert. Dann hättet ihr eigentlich schon die Config auf ein Programm festlegen müssen. So, wir gehen hier rein und wenn wir uns hier mal ein bisschen umgucken, sehen wir hier so ein paar eigene spezielle Einstellungen, die man vorgenommen hat im Spiel, ob man das Tutorial durchspielen möchte oder nicht, was für eine Zeitzone, ob die Polizei aktiviert ist oder nicht, sprich also ob man einen Strafzettel kriegt, ne, und all möglicher Käse. Wir suchen jetzt einfach mal nach Mirror. Und dann bietet er uns hier G-Mirrors an. Wir suchen aber nochmal weiter, denn wir müssen G-Füß-Mirrors haben. Und bei euch steht im Eigentlichen immer Used G-Bodenstrich-Füß-Bodenstrich-Mirrors und in Anführungszeichen 0.
So solltet ihr es eigentlich sehen. Und ihr ersetzt es einfach gegen eine 1. Das Spiel darf aber jetzt gerade, während ihr es ändert, nicht laufen. Es steht ganz unten bei mir. Wenn es bei euch nicht drin stehen sollte, in der config.cfg im Profil, ne, wie gesagt, nicht im Ordner Profile, sondern in diesem Unterordner eures entsprechenden Profils. Niemals im globalen Ordner reinschmeißen. Das gibt nichts als Palaver und Ärger mit dem Spiel. Wenn diese Zeile bei euch fehlen sollte, fügt ihr sie ein. Viel Spaß mit dieser neuen Spiegeleinstellung. Es wurde ja danach gefragt, von daher dieses kleine Tutorial über diese versteckte Spiegeleinstellung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao, euer Wirki.